So, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute aus sehr ungewohnter Perspektive, aber man hat ja nicht so viel Zeit und deshalb dreht man seine YouTube-Videos halt auch mal gern aus dem Auto. Ne? Ja, das letzte oder eines der letzten Videos, da ging es ja um das Facebook-Update 2019 und wir waren ein bisschen neugierig und wir haben uns angesehen, wie sich konkret Postings mit Affiliate-Links in Gruppen nun auf die Reichweite auswirken, beziehungsweise was da genau passiert. Und dazu haben wir einen kleinen Test gemacht. Wir haben von einigen Affiliates von mir mal die Postings uns ein bisschen näher angesehen. Und zwar waren das Postings eben mit Affiliate-Links, so wie uns halt eben nicht mehr machen sollte. Und das Fazit des Ganzen ist also folgendes. Was passiert eigentlich konkret? Jemand postet einen Beitrag, der einen Affiliate-Link, also einen Weiterleitungs-Link enthält. Und ab dem Moment, wo er diesen Beitrag postet, ist dieser Beitrag ganz oben unter beliebteste Beiträge gelistet. Wenn jetzt ein anderer User hergeht und sagt, okay, jetzt poste ich auch einen Beitrag, ja, dann überholt der diesen Post sozusagen und ist dann quasi beliebtester Beitrag. Und jetzt könnte man meinen, dass dein Posting mit dem Affiliate-Link einen Beitrag nach unten rutscht. Dem ist aber nicht so, sondern Posting mit Werbelinks, mit Affiliate-Links, mit Weiterleitungslinks, die rutschen ganz, 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 ganz nach unten. Sind also de facto schon noch vorhanden, aber nicht mehr auffindbar. Nur noch insofern auffindbar, als dass man sie finden könnte, indem man die richtigen Keywords, also die dann auch eben dieser Post bedient, in der Suche auf Facebook eingibt. Ne? Dann kannst du den Post wieder finden, aber mal ganz ernsthaft, wer macht das schon? Ja, kein Mensch. Ne? Also mit anderen Worten, der Post ist weg. Und dann hat uns natürlich interessiert, betrifft das wirklich nur Weiterleitungslinks, also sprich auch Affiliate-Links, oder betrifft das auch YouTube-Links oder normale Blogartikel? Und die gute Nachricht lautet, nein, YouTube-Links sind nicht betroffen davon. Die werden also, wenn dann ein neuer Post dann kommt, ganz normal ein Posting nach unten gereiht, sind also nach wie vor auffindbar und haben daher auch eine wesentlich höhere Reichweite. Und bei Blogartikel ist es so, also da habe ich heute einen Test gemacht, jedenfalls mit einem Artikel, der auf meinem Blog linkt, da war es dann so, dass der Blog um zwei Artikel nach unten gereiht wird, wenn also ein anderes Posting von einem anderen User den quasi beliebtesten Beitrag ganz oben ablöst. Ja, Fazit jedenfalls, es ist an sich nichts Neues. Ja. Ich habe ja eigentlich schon seit vielen Monaten immer wieder gepredigt, Leute, Postings mit Affiliate-Links sind relativ sinnlos geworden in Gruppen. Es ist zwar so, dass du für Interaktion sorgen kannst und jedes Mal, wenn du für Interaktion sorgst, und zwar in Form von Kommentaren, Likes sind zu wenig, Loves sind auch zu wenig, sondern Kommentare. Also wenn Facebook sieht, ah, da gibt es eine Diskussion rund um den Beitrag, dann wird der jeweilige Beitrag immer nach oben gehievt und ist dann beliebtester Beitrag. Aber mal ernsthaft, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder du bist ganz oben mit einem Posting mit Affiliate-Link oder du bist komplett weg und ganz unten. Ist natürlich blöd, weil das würde bedeuten, dass du permanent eine Interaktion benötigst, permanent Kommentare benötigst. Und die kommen auf diese Art und Weise natürlich, auf organische Art und Weise so natürlich nicht zustande. Besser, wie gesagt, sieht es da schon aus mit Postings, die YouTube-Videos enthalten. Ja, also Links zu YouTube-Videos oder eben Blogbeiträgen. Da sieht es ein bisschen anders aus. Ja? Da hast du wesentlich bessere Chancen. Ja, da stellt sich aber natürlich die Frage, wie schafft man das dann eigentlich, dass man überhaupt auf Facebook, ohne dass man Facebook-Ads schaltet, noch auf sich aufmerksam machen kann? Und die Antwort lautet ganz einfach mit Inbound-Marketing-Strategien. Und das ist ja eben auch Thema meines aktuellen Kurses, die Cash Cow. Und ja, meine lieben Affiliates der Cash Cow, die wissen ja auch ganz gut Bescheid. Ich produziere ja auch seit kurzem regelmäßig Videos für meine Affiliates, wo ich dann etliche zusätzliche Tipps auch noch gebe für die Bewerbung der Cash Cow oder eben auch für andere Produkte. Das gilt ja nicht nur für die Cash Cow, sondern generell ist universal gültig das Ganze. Ne? Und das ist genau das, auf was es in Zukunft ankommen wird, nämlich dass man wirklich Kreativität walten lässt und entsprechend seine Marketingstrategien anpasst. Und ja, da ist die Cash Cow ein ganz guter
roter Faden dafür mit ganz netten Strategien. So, apropos Facebook-Update. Ich halte auch wieder einen Vortrag und zwar diesmal auf der 30. Euro-Webtainment-Messe, wo ich auch letztes Jahr schon über die GDPR einen Vortrag gehalten habe. Und ja, dieses Jahr geht es eben um das Facebook-Update und Inbound-Marketing-Strategien und Affiliate-Hacks. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil die EWT, die Euro Webtainment, ist eine sehr illustre Messe mit sehr illustren Leuten. Und ja, wer auch dabei ist übrigens diesmal, ist Gerald Hörhahn, der Investmentbank, der hält seinen Vortrag gleich nach mir. Und ja, ihr könnt übrigens einen Rabatt mitnehmen, wenn ihr auf diese Messe wollt. Also der Preis, die Eintrittskarte ist sowieso nicht sonderlich teuer, aber mit meinem Rabattcode, den ich euch hier einblende, kriegt das Ganze nochmal die Eintrittskarte um 20% günstiger. Ja, würde mich freuen, wenn ich euch dort auf der Messe auch begrüßen kann. Und wie gesagt, ist eine sehr lustige Sache dort, ja, mit viel Entertainment, aber auch sehr viel Mehrwert, der vermittelt wird. Überhaupt wird der Monat Mai sehr reiseintensiv. Vorher bin ich nämlich jetzt am 8. Mai in Hamburg eingeladen von Geschäftspartnern. Da bin ich im Heidepark mit denen und anschließend auf einem Geschäftstreffen am Abend, ein schönes Abendessen, ein Partnerprogramm, ja, mit dem ich schon sehr lange zu tun habe. Sehr liebe Leute, freue mich auch sehr, wenn ich die wieder sehe. Wir Affiliates, wir sind ja um den ganzen Globus verstreut. Ne? Also wusstet ihr, dass zum Beispiel Bangkok ein richtiges Affiliate-Mecker ist? Ja? Also gibt wahnsinnig viele Affiliates in Bangkok, aber auf der ganzen Welt. Ne? Und dann gibt es immer wieder Events, wie die Euroweb-Themen oder jetzt in Hamburg und dann trifft man sich. Ja? Das ist ganz nett. Ja, und dann geht's wie gesagt, nach Mallorca, nach Hamburg und dann bin ich einen Tag später schon wieder am Gardasee mit ein paar Kumpels. Jedenfalls kann ich euch versprechen, meine Kamera ist immer dabei und es wird von all diesen Destinationen wieder nette YouTube-Videos geben und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal oder habt ihn schon abonniert, dann werdet ihr auch nichts verpassen. Es wird auch ein paar interessante Interviews geben übrigens. Ja. So, das war es auch wieder schon mit meinem Bericht aus dem Auto. Der Wiener Stadtverkehr ist im Moment noch nicht so schlimm und daher war das jetzt, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, mich mal aus dem Auto zu melden von unterwegs. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Viele Grüße und bis bald. Ciao!